So, hi Freunde und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Minecraft. Ja, für alle, die sich, oder die jetzt erst einschalten, wir sind dabei, eine kleine Achterbahn zu bauen. Und, ja, gibt hier und da natürlich logischerweise ein paar kleine Problemchen, wie immer. Aber alles in allem würde ich sagen, läuft's ganz gut. So. Wir bräuchten jetzt noch ein paar Zäunchen. Wofür wir die Zäune brauchen? Und da eigentlich. Nee, haben wir keine mehr. Nein, komm schon. So. Könnt ihr eigentlich gleich sehen, wofür wir die Zäune brauchen. Das zeige ich euch gleich. Das ist gar nicht so wild. Zack. Eigentlich brauche ich sowieso immer viele, ne? So. Und zwar machen wir mit den Zäunen solche Abdeckungen, damit es aussieht, als wäre... Als wäre, das wirklich ein Holzachterbahn. So sieht das ganz cool aus eigentlich. Wir können so am Zimmer so ein paar Lücken freilassen. Aber alles in allem wäre das schon cool und sinnvoll, wenn wir das fortführen. Ja, hier und da können wir eine kleine Lücke lassen, wenn wir sagen, okay. Das macht baulich auch Sinn, beziehungsweise wenn das direkt an der Hauswand ist, dann gehe ich nicht davon aus, dass man da sowieso noch eine Stütze direkt unten drunter machen müsste. Aber wie hier zum Beispiel die ganze Konstruktion, da wäre das schon lustig, wenn wir sagen, jo, da ist eben halt so ein kleines Geflecht drunter, welches die ganze Konstruktion vernünftig stützt. Ist ja auch im richtigen Parks ist das ja auch so, dass da immer unheimlich viele Stützen drunter sind, ne? So. Machen wir hier noch zu. So, dann sieht das doch schon einigermaßen gut aus. Die Ecke rum müssen wir vielleicht nicht. Aber das sieht doch schon mal ganz gut aus. Da hinten ein. Nee. So, wir haben eben eine Lampe eingesammelt. Die müssen wir wieder hinsetzen. Hier ist nämlich schon stockerdunkel. So. Was machen wir als nächstes? Wir könnten auch mal runter, also richtig runter gehen. Ich meine, hier drunter dürfte, glaube ich, nichts sein. Glaube nicht. Glaube nicht, dass hier drunter was ist. So, da könnten wir so eine Art Lava machen. Links, rechts Lava. So, ich mag das ja auch, wenn Passagen dabei sind, wo man sich eben halt mal was angucken kann oder sowas. Ich persönlich mag das. Es gibt bestimmt viele, die sagen, nee, das ist ja langweilig. Was habe ich denn damit zu tun? Gibt es bestimmt auch. Und ich finde es auch okay. Na, man muss nicht alles mögen. Jetzt habe ich sie schon wieder nicht. Nein, jetzt komme ich hier nicht raus, ne? Ne, zack. So, jetzt geht's. Man muss es ja nicht unbedingt immer alles mögen, aber ich mag sowas. Mir gefällt das, wenn man mal was zum Gucken hat. Und nicht nur die eigentliche Fahrt, in Anführungsstrichen. Die Fahrt ist zwar auch cool, aber wenn so ein paar Themen dabei sind oder wenn man sich erschreckt, auf einmal plötzlich Wasser kommt oder ja, auf einmal stehen bleibt, man gar nicht weiß, wo geht's jetzt weiter und auf einmal geht's dann rückwärts woanders lang. Wenn wir das schaffen, dann würde ich das nämlich auch gerne simulieren, sowas. Dass wir sagen, okay, das machen wir auch. Wäre zumindest mal eine ziemlich coole Idee. Jetzt wird es hier natürlich schon für uns sehr dunkel. Bräuchte ich eigentlich hier unten eine Lampe? Ich habe noch eine. Zack. So.
Frage ist bloß, wie tief wir das wirklich machen. Wie tief wir das wirklich machen, weil wir müssen den ganzen Weg ja wieder hoch, ne? Darf man ja auch nicht vergessen. Wo sind wir denn hier schon? Wir sind schon hier. Das heißt, hier geht's richtig krass runter. Das heißt, das ist eigentlich vom Level her ganz okay, die Tiefe. Tiefer würde ich es nicht machen. So, das heißt, das ist unser Level. Das heißt, wir wollen hier mal ein kleines bisschen was weggraben. Haben wir den auch weggemacht? Haben wir. Dann müssen wir das hier später mit Lava füllen. Lavafische gibt es nicht, ne? Nee. Ah, das wäre so lustig. Lavafische oder sowas. So. Wir kommen von hier. Ist ein kleines bisschen dunkel, aber es wird gleich heller. Versprochen. Wird gleich wieder heller. So. Das heißt für uns aber nur, wir müssen hier unten auch dementsprechend Dingens wieder haben. Ne? Können wir normale Schienen nehmen? Lampen hinlegen. Halt, das geht nicht. Zack, das ist ja falsch. Hier machen wir ja schon so, ne? Ach, oh weh, nee, das machen wir nicht. Wir gehen doch ein tiefer. Achso, ja, ja, doch, so, ja. Guck, wie hell das auf einmal hier ist, ne? Nur weil es außen nicht mehr so dunkel ist. So. Das tun wir noch da drauf. Dann tun wir jetzt einen. Weg damit. Einen den da drauf. Redstone. So. Und dann werden wir die beiden mal tauschen. Und dann werden wir mal. Die Dinger miteinander verbinden. Weiß nur noch nicht genau, wie wir das machen wollen. Eigentlich bin ich ja ein Fan auch vom Tropfen-Effekt, ne? Wenn das so tropft. Weil der Tropfeffekt, den kriegt man hin, wenn oben drüber nicht so viel Luft ist, ne? Nicht. Tropft es denn auch durch Glas? Ich überlege gerade, ob es auch durch Glas tropft. Oder ob es nicht durch Glas tropft. Ja, ich glaube, das ist weit genug. Tropft das auch durch Glas oder tropft es nicht durch Glas? Aber warte mal, das ist eh noch eins zu hoch, ne? Der ist weg. Warte mal, ja, der ist weg. Eins tiefer. Und dann haben wir hier noch eine Ebene. Das heißt, wir haben jetzt hier eins und noch einen. Ja, das heißt, der ist eins zu hoch. Das heißt, was ist denn das? Das heißt, wir müssen den hier noch alle eins tiefer machen.
Nee, den wollte ich ja dahin nicht hin. Warte, dann machen wir das so wieder zu. So, wenn das dann hier tropft, nur tropft, dann können wir doch hier rein theoretisch das so zumachen, oder? Ja, und wenn ich jetzt einen Lava-Eimer hole, ich hole mal einen. Wo kriege ich den denn überhaupt her? Wo haben wir denn noch Lava stehen? Was macht der denn da? Habt ihr den Creeper gesehen an der Seite? Was auch immer der da an der Seite zu suchen hatte. Ein Eimer? Ein Eimer Lava, bitte. Bitte. Bitte, aber nur einen. Warte mal, den tun wir weg, den tun wir weg. Wie haben wir denn Gras? Rasen. Wofür haben wir Rasen? Oh, ich dachte gerade, das wäre der Creeper. Ich habe echt gedacht, das wäre der Creeper. Ich habe gedacht, das wäre der Creeper. Bruder, ich muss los. Bruder, ich muss los. Aber wo haben wir Lava? Oh, habe ich die ganzen Lavaquellen schon? Ach, nein. Ist das eine endlose Lavaquelle? Habe ich daraus eine endlose Lavaquelle gemacht? Weiß er nicht. Hallo? Jemand da? Ah. Ui, uff. Uff. Leute, hier ist eng. Da, oh, nicht ins Wasser, nicht in die Lava fallen. Oh. Nee, ist keine endlose Lavaquelle. Oh mein Gott. Wie sieht es hier aus? Noch ganz gut. Da ist noch Ackerbau zu sehen. Könnte was wenig sein, glaube ich, befürchte ich. So, wir machen uns auf die Suche nach Lava. Lava. Aber das kann ja nicht weit weg sein. Auf der Rückseite des Berges weiß ich, dass da irgendwo Lava war. Lava. Lava. Wäre es jetzt dunkler, würde ich schneller finden, weil es leuchten würde. Holy shit. Ich schrecke jedes Mal noch, wie tief es hier an manchen Stellen runtergeht. Ne? Ich kenne mich ja. Ich falle so gerne da. Aber Lava. Oh, wir haben ja schon wieder. Es ist ja schon wieder Zeit, ne? Aber. Das interessiert mich jetzt erst. So, hier haben wir eine ganze Reihe von Karotten, Möhren, wie auch immer man das nennen möchte. Solange man nicht Möhrchen nennt, nicht Möhrchen sagt, ne? Da besteht, da ist ein Unterschied. Möhrchen ist ein Unterschied. Wo ist der Typ jetzt hier eigentlich? Der. Egal. So, jetzt wollen wir zwei Sachen ausprobieren. Einmal. Zack. Bleibt die Lava jetzt da, wenn ich sie dahin kippe?
Ja, sie bleibt dann da. Das ist eigentlich ganz cool. So, das zweite ist... So, warte mal, die packen wir aber hier hin, ne? Dann kriegst du noch abgebaut. Tropft das jetzt? Es tropft, ja. Sieht zwar nicht aus wie Lava, die tropft, aber es tropft. Okay, das ist eigentlich ganz cool, wenn es tropft, ne? Hä? Wieso war denn das jetzt auch nicht? Hä? Was sind das für Pixel? Wasserpixel? Naja, wie dem auch sei. Das machen wir aber erst zum Schluss rein. Oder? Ja. Ja, ich glaube. Den Eimer packen wir jetzt weg. So. Aber dann wissen wir ja schon mal Bescheid. Oh. So. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wir machen in der nächsten Folge weiter. Dann werden wir gucken, dass wir da hinten vielleicht unten irgendwas machen. Vielleicht so eine kleine... Ader, irgendwie was, wo man vielleicht durchfährt, wo man noch ein paar Schätze sieht oder sowas. Das ist, glaube ich, ganz cool. Und dann kommen wir wieder nach oben. Und dann schauen wir mal weiter. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und ich freue mich schon. Bis morgen. Ciao.